Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Anwendervortrag. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten eine Industrie 4.0-Applikation realisiert mit Codesys vorstellen. Ja, Sie haben schon gesehen, ich habe einen Demonstrator dabei. Den habe ich mehr oder weniger zusammengebastelt. So ist das, wenn man im Haus weder Fertigung noch Konstruktion hat, dann muss man sich behelfen. Ich habe mich also als Maker versucht und habe auf Basis vom Raspberry Pi oder genau gesagt von 17 Raspberry Pis hier und einiger Sensoren und Aktoren hier das Modell einer modernen Fabrik implementiert. Ja, Herr Hess hat ja zum Anfang der Veranstaltung schon die unterschiedlichen Aspekte von Industrie 4.0 aufgezählt. Meine Kollegen haben im Anschluss viele, viele schöne Lösungen bzw. Lösungsansätze zu den einzelnen Thematiken vorgeführt. Was bislang noch etwas kurz gekommen ist aus meiner Sicht, ist das Thema IIoT. Ja, das Internet der Dinge. Wir alle kennen es bzw. haben davon gehört, insbesondere im Consumer-Bereich. Alles soll vernetzt und intelligent werden. Ja, da ist zum Beispiel der Smoothie Maker, der beim intelligenten Vorratsschrank nachfragt, ob denn noch Goji-Beeren vorhanden sind und im Bedarfsfall diese im Internet nachordert. Ja, oder noch schlimmer, da ist der Kühlschrank, der sich mit der Personenwaage und mit dem Fitnessarmband abstimmt, ob denn ab 19 Uhr die Kühlschranktür noch zu öffnen ist. Also, Sie sehen schon lauter Sachen, auf die wir schon lange gewartet haben. Aber wie ist das in der Industrie? Wie ist das in der Automatisierung? Was ist denn nun so ein Ding? Nun, so ein Ding ist zunächst mal intelligent und es muss kommunizieren können mit anderen Dingen. Aber ist es jetzt die ganze große Verpackungsmaschine oder der ganze Kran oder vielleicht die Automation des Gebäudes in ihrer Gesamtheit, also diese großen Einheiten? Oder sind es vielmehr stattdessen die kleinen Dinge? Ist es der Pneumatikzylinder, der elektrische oder hydraulische Antrieb, der Lichttaster oder die Lichtschranke? Ja, oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Sind diese Dinge Maschinenteile, Maschinenstationen, sagen wir Roboter, Förderbänder, Vereinzler oder um beim Gebäudebeispiel zu bleiben, vielleicht die PV-Anlage oder eine Wärmepumpe? Ich kann Ihnen das so pauschal gar nicht beantworten. Auch wenn Letzteres natürlich erstmal plausibel klingt, aber ich denke, man muss von Fall zu Fall sehen, muss Kosten und Nutzen gegenüberstellen, Vor- und Nachteile sehen und sich genau überlegen, wo ist denn eine Verteilung sinnvoll und ist sie das überhaupt? Ich denke, es wird Fälle geben, da ist es der Fall oder da ist es nicht der Fall und es gibt ganz sicher welche, da ist es der Fall. Ich habe mir hier einen eben ausgesucht, wo ich denke, dass das ganz gut passt. Ich möchte im Folgenden insbesondere Wert legen auf den, Kommunikationsaspekt. Die Dinge müssen schließlich auch miteinander reden. Und wenn das alles Steuerungen sind, die miteinander reden, dann kommen wir hier ins Spiel und müssen sie mit guten Lösungen versorgen. Ja, ich habe es schon erwähnt, das ist soll eine moderne Fabrik darstellen. Und in ihr sind folgende Dinge vorhanden. Ja, wir haben hier also Worker, 10 Stück an der Zahl, das sind diese kleinen Fahrzeuge, die Sie hier aufgereiht sehen. Die können sich autonom auf dem Spielfeld bewegen und können diese Stationen anfahren. Die Stationen, das sind diese grauen Rohre hier. In ihnen sind Holzperlen enthalten, die wir einzeln herausfordern können. Dann gibt es hier noch eine einzelne Instanz, das ist der Dispatcher. Der soll Aufträge an die Worker weitergeben, die diese dann ausführen. Ja, und last not least haben wir hier oben zentral in der Mitte, dafür ist übrigens dieser ganze Käfig vorhanden, haben wir zentral in der Mitte eine Kamera montiert. Ja, der gibt eben Stabilität, dieser Käfig, dass man die Kamera nicht immer frisch ausjustieren muss und hoffentlich alles eingenordet ist. Ja, diese Kamera, das ist dieser Supervisor. Der Supervisor hilft uns bei der Positionserkennung und überwacht den Verkehr. Ja, weil ich es gerade sehe, also diese Lampe hier ist kein Ding in unserem Sinne von IoT. Das ist unsere alte Wohnzimmerlampe.
Meine Frau hat gehört, dass heute ungefähr 500 Gäste kommen und hat gesagt, die soll ich doch mitnehmen, vielleicht gefällt sie einem von ihnen. Sie können mich gern darauf ansprechen, mache ihnen einen guten Preis. Nein, Spaß beiseite. Wie Sie schon erraten haben, dieser Supervisor, der macht Computer Vision. Und da ist ja immer die Sache mit der Beleuchtung eine kritische. Ja? Man darf keine Reflexionen haben und so weiter, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und ich wusste nicht, wie das Licht hier auf der Bühne ist. Die Technik hat das gestern super gemacht. Wir hatten das, also auch ohne die Lampe hätte es super funktioniert, aber jetzt habe ich sie halt hängen lassen. Also. Aber trotzdem, wenn Sie sie brauchen, also Sie wissen es. Gut, ja. Noch ein Wort. Dieses Beispiel ist tatsächlich nur ein Beispiel. Also Sie können oder Sie sollen sich bitte diese Worker ersetzt denken durch fahrerlose Transportsysteme, Transportfahrzeuge, Automated Guided Vehicles und die Stationen, da bin ich mir sicher, da können Sie sich auch statt den Holzpfeilenspender eine Bohrmaschine, eine Laserstation, eine Kamerainspektion vorstellen. Aber für uns, wir mussten ja auch irgendwas Funktionierendes haben, da ist das, denke ich, so in Ordnung. Ja, wir haben in unserem Netzwerk WLAN als Kommunikationsmedium. Das heißt, es gibt einen zentralen Router und alle Teilnehmer kommunizieren über WLAN. Was auch logisch ist, wir können schließlich kein Kabel nachführen bei den Fahrzeugen. Was ebenfalls im Netzwerk enthalten ist, das ist ein SNTP-Server. Dieser SNTP-Server hilft uns bei der Synchronisation der Zeiten. Für viele Applikationen ist es wichtig, dass Zeitstempel überall die gleichen sind oder überall auf die gleiche Zeit beziehen. Und dafür gibt es von uns ein kleines Produkt, das finden Sie in unserem Store. SNTP Service heißt das. Und dieser SNTP Service enthält einen Serverbaustein und einen Client-Baustein. Der macht optisch gar nicht viel her, der ist relativ klein, den können Sie also einfach in Ihre Applikation integrieren. Und dann stellt er die Zeit für Clients, die danach fragen, bereit. Hier habe ich einen kleinen Ablauf geschrieben. Das heißt, hier fragt der Client beim Server nach, lässt sich den IP, über die IP und über den Port und erhält dann hier als Ausgabe einen Zeitstempel, den ich dann mit der passenden Laufzeitsystemfunktion im System setzen kann. Ja? Hier ist deswegen ein Ablauf enthalten, weil schließlich kann ja der Server gerade nicht erreichbar sein, dann muss ich es einfach später nochmal probieren oder überhaupt ist es sinnvoll, das Ganze nach einer gewissen Zeit, sagen wir nach einer Stunde, nochmal neu zu synchronisieren. Ebenfalls im Netzwerk enthalten ist ein MQTT-Broker. MQTT hat sich ja als eines der IoT-Protokolle entwickelt, ist sehr weit verbreitet und auch wir wollen natürlich da eine Lösung haben dazu und sind gerade dabei, eine Bibliothek zu entwickeln. Ich kann sie Ihnen heute schon als Preview zeigen. In wenigen Wochen werden wir sie freigeben. Für alle, die MQTT nicht gut kennen, vielleicht kurz erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es gibt eben einen zentralen Broker und viele Clients. Die Clients können Nachrichten veröffentlichen, also publishen und gleichzeitig aber auch andere Daten subscriben, also abonnieren. Und so ein Datum ist so aufgebaut, es gibt immer ein Topic, das ist also quasi der Name oder die Überschrift dieses Datums und dann die reinen Nutzdaten, die sehr häufig in JSON gecodet sind. Gut. Dann wollen wir uns mal die Things, unsere Dinge im Detail anschauen. Beginnen wir mit den Workern, mit den Fahrzeugen. So ein Worker besteht zum einen aus einem Akku, aus einer Powerbank, das sind 5 Volt, 2,6 Amperestunden. Es gibt uns genug Saft, um für einige Stunden hier rumzufahren. Ja, daran angeschlossen ist ein Raspberry Pi Zero mit WLAN natürlich, der wiederum einen Raspberry Sensehead Huckepack trägt. Den Sensehead kennen Sie schon aus den anderen Vorträgen, da wurde insbesondere die 8x8 LED verwendet. Wir brauchen auch die Sensoren, die bei dem Sensehead vorhanden sind, dazu später mehr. Ja, und dann sind zwei Elektromotoren
bei jedem Fahrzeug vorhanden, die ich über GPIOs ansteuern möchte. Und da das direkt nicht möglich ist, brauche ich einen Motortreiber, der mir das Signal verstärkt. Und so kann ich mit den Fahrzeugen vorwärts wie rückwärts fahren. Softwaretechnisch ist der Worker in 4 Softwarekomponenten untergliedert. Da gibt es den Job Agent. Der Job Agent ist für die Ausführung von Aufträgen verantwortlich. Dabei hilft ihm der Navigator Agent, der in der Lage ist, in unserer Fabrik, also über unser Spielfeld, autonom zu navigieren. Und dann gibt es da diesen Driver Agent, der übernimmt die Steuerung und Regelung und ist in der Lage, gewisse Distanzen geradeaus zu fahren oder um die Kurve zu fahren, eine Orientierung einzunehmen. Ja. Der braucht wiederum den Position Observer, der bei der genauen Positionsbestimmung hilft. Ja, die Positionsbestimmung ist gar kein so triviales Problem. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen jetzt als Worker Ihre eigene Position in diesem Spielfeld bestimmen. Wie gehen wir da vor? Nun, gesetzt den Fall, wir kennen die Startposition, dann gibt es ja das Mittel der Odometrie. Das heißt, wir integrieren den Vektor, in welche Richtung wir gerade schauen, multiplizieren den mit der Geschwindigkeit, mit der aktuellen, und so kriegen wir immer die kleinen Schritte, die wir machen. Und wenn wir die aufsummieren, dann wissen wir, wo wir uns befinden. Klingt erstmal gut, funktioniert natürlich auch, ist aber sehr stark abhängig von der Qualität der Signale, sprich von der Qualität der Geschwindigkeit, wie auch der Qualität der Orientierung. Beide, kann ich gleich vorwegnehmen, sind nicht sonderlich stabil. Insbesondere die Geschwindigkeit. Ich habe leider keinen Sensor, um die Geschwindigkeit genau auszumessen. Stattdessen habe ich die Geschwindigkeit für alle Worker mal empirisch ermöglicht. Was auch interessant ist, trotz Baugleichheit sind die unterschiedlich schnell. Also das liegt einfach an den unterschiedlichen Hardwarekomponenten und der, ich sage mal, ja, nicht gerade Industriequalität desselben. Gut, die Orientierung. Da hatte ich große Hoffnungen in den Kompass gesetzt. Auf dem Sensehead ist ein Kompass vorhanden, also ein Kompassmodul. Da wurde ich aber schwer enttäuscht, weil es liegt gar nicht an dem Kompasssensor, sondern es liegt im Endeffekt an dem Magnetfeld der Erde innerhalb von Gebäuden. Das ist einfach nicht stabil genug. Sie können das Ganze nachvollziehen, wenn Sie Ihr Smartphone an einer Tischkante entlang bewegen, dann werden Sie sehen, dass der Kompass um etwa 30, 40 Grad, habe ich beobachtet, ausschlägt. Also absolut ungeeignet, um hier präzise zu den Stationen hinzufahren. Abhilfe geschafft hat hier ein anderer Wert, und zwar das Gyroskop. Das Gyroskop gibt uns die Winkelgeschwindigkeit um alle 3 Raumachsen zurück. Uns interessiert natürlich nur die Z-Achse, weil wir uns nur hier um die Z-Achse drehen. Aber natürlich ist das die Winkelgeschwindigkeit, das heißt, wir müssen auch diese integrieren. Und immer wenn wir solche Werte integrieren, dann kommt das Rauschen mit rein und es gibt eine gewisse Drift. Trotzdem sind die Werte, zumindest dieser Orientierungswert, gut genug, um einige Sekunden mit dem Fahrzeug stabil die Position vorhersagen zu können. Und ein anderer Vorteil dieser Positionsermittlung ist, dass sie immer zyklisch möglich ist. Das heißt, es ist also nie so, dass wir irgendwie auf Werte warten müssen, sondern die sind immer da. Ausreichend ist es natürlich nicht, weil wie gesagt, nach wenigen Sekunden haben wir unsere Position ziemlich stark verloren. Aber ich habe es ja schon vorweggenommen, dafür gibt es dieses Kameramodul, mit dessen Hilfe wir die Position auf dem Spielfeld bestimmen können, allerdings natürlich nicht so häufig, in niedriger Frequenz. Das dauert ziemlich lange, bis so ein Kamerabild ausgewertet ist. Außerdem haben wir ja 10 Worker, deren Position wir bestimmen wollen. Und so kriegen wir von dieser Kamera in relativ großen Abständen die Position gesagt. Aber in Symbiose, diese beiden Mechanismen zusammen, funktionieren sehr gut und wir können eigentlich immer die aktuelle Position vorhersagen. Ja, bevor wir das erste Fahrzeug in Betrieb nehmen, vielleicht noch ein Wort zu dem Driver Agent. Der Driver Agent, der übernimmt, wie gesagt, die Regelung und Steuerung der Motoren. Zunächst mal, die Motoren sind ja erstmal digitale Ausgänge. Das heißt, wir können Vollgas fahren oder stehen bleiben oder in die andere Richtung Vollgas fahren. Natürlich wollen wir aber die Geschwindigkeit anpassen. Schließlich, wenn wir leicht daneben liegen, wollen wir uns nur eine leichte Korrektur ausführen.
Ja, und klar, wie machen wir das? Über Pulsweitenmodulation, das heißt, wir pulsen dieses Signal, diese Ansteuerung des Motors und dadurch können wir ziemlich genau die Geschwindigkeit des einzelnen Motors regulieren. Und natürlich müssen wir das, weil das ist eine Illusion, wenn wir denken, wir bestromen beide Motoren, dann wird das Auto schon geradeaus fahren. Das ist leider nicht der Fall. Da ist einfach die Getriebe und so weiter, die sind einfach qualitativ nicht hochwertig genug. Das heißt, wir kriegen automatisch immer eine gewisse Drift und müssen also diese laufend ausregeln. Ja, der Driver ist also in der Lage, über verschiedene Modi bedient zu werden. Jetzt würde ich Ihnen das gerne mal hier zeigen. Wie der Herr Pfob schon vorgeschlagen hat, sollte jedes Ding seine eigene Visualisierung mitbringen und natürlich tun das auch unsere Worker. Perfekt. Also wir werden jetzt hier diesen Worker 1, mit dem bin ich verbunden, das ist der einzige mit dem schwarzen Akku, und den werden wir jetzt versuchen etwas zu bewegen. Sie sehen hier auch, die unterschiedlichen Softwaremodule haben also unterschiedliche Kacheln. Wir konzentrieren uns nun mal auf diesen Driver. Ich fange an, den Motor leicht zu bewegen und Sie sehen auch, das funktioniert soweit ganz gut. Ja, nur ist das Ganze natürlich unkoordiniert. Bleib jetzt lieber mal stehen. So, jetzt drehe ich den mal wieder in die richtige Position. Ja. So, und wie gesagt, der Driver hat auch die Fähigkeit, sich geradeaus zu bewegen. Wollen wir mal probieren. Ja, das klappt ganz gut. Und Sie sehen, er hat ganz gut die Position gehalten. Und auch wenn ich jetzt versuche, ich habe jetzt die Geschwindigkeit auf 0 gedreht, wenn ich jetzt versuche, ihn auszulenken, ja, dann sehen Sie, dass er automatisch wieder zurückfährt und die richtige Orientierung einnimmt. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei laufender Fahrt. Ich werde ihn jetzt mal langsam fahren lassen. Und wenn ich ihn hier jetzt störe, dann sehen Sie, dass er gleich wieder zurückregelt und also immer versucht, in die richtige Orientierung zu fahren. Gut. Ich denke, dieses Problem haben wir damit gelöst. Also den Driver, auf den können wir schon mal setzen. Ja, aber wie bewegen sich nun die Fahrzeuge auf unserem Spielfeld? Da gibt es natürlich viele verschiedene Ansätze. Der einfachste wäre einfach zu sagen, okay, ich kenne meine Zielposition, ich muss zu dieser Station, also Richtung einstellen, geradeaus fahren, stehen bleiben. Das funktioniert schon, wenn man alleine ist, ganz klar. Wenn wir jetzt aber hier diese Flotte von 10 Fahrzeugen haben, dann funktioniert das eher schlecht. Wir wollen ja schließlich keine Unfälle bauen. Ich habe mir deswegen etwas ausgedacht. Sie sehen es auch schon in der Visualisierung. Ich habe also das Spielfeld in verschiedene Zellen aufgeteilt und quasi dem Straßenverkehr ähnliche Regeln aufgestellt. Es gibt also hier, überall wo die Pfeile sind, sind die Autos erlaubt, dürfen die Autos passieren in diese Richtung. Also Sie sehen, hier gibt sich dann so ein Ring, ja, können die Autos also kreiseln. Und dann gibt es Stichstraßen zu den Stationen hin. Und 2 Straßen von den Stationen wieder weg. Also hier unten sind die Stationen, hier sind die Worker, das sind die Parkplätze der Worker. Und so ist das Ganze also mit Regeln hinterlegt. Und wenn sich jeder an die Regeln hält, dann sollte da nichts passieren. Ja, aber wie findet nun das Fahrzeug seinen Weg? Ist ja schön mit den Regeln, aber ich muss ja irgendwie trotzdem automatisch eine Bahn finden. Nun, da gibt es eine einfache Antwort drauf. Da gibt es einen schönen Algorithmus von einem Herrn Dijkstra. Der ist, glaube ich, schon sehr alt, der Algorithmus. Der Herr Dijkstra sicher auch, wenn er überhaupt noch lebt. Und ja, das ist, glaube ich, aus den 70er Jahren. Und der hilft dabei, den schnellsten Weg zu finden. Ich will nicht weiter darauf eingehen, dafür fehlt uns leider die Zeit. Aber der ist in der Lage, wie gesagt, den schnellsten Weg zu finden. Gut, so viel zu unserem Worker. Jetzt gehen wir mal über zur nächsten Folie. Wir wollen als nächstes unsere Station betrachten. Ja, die Station, den Worker haben wir schon, die Station besteht hardwaremäßig wiederum aus einem Raspberry Pi.
an den diesmal ein Modellbauservo angeschlossen ist. Dieser Modellbauservo, den steuern wir wiederum über GPIOs, ist also direkt angeschlossen an den Raspberry Pi. Und bei diesen Modellbauservos, auch die steuert man über PWM, also Pulsweitenmodulation an. Nur dass man diesmal nicht die Geschwindigkeit darüber überträgt, sondern dass man die Lage, die Sollposition vorgibt. Ja, und Sie sehen hier grafisch noch dargestellt das alte Modell dieser Spendeeinheit, wo ich versuchen wollte, das Rohr, also quer zum Rohr zu schließen und zu öffnen und damals immer einzelne Kugeln rauszulassen. Das hat sich als nicht funktionsfähig erwiesen. Ich musste den Modellbauservo um 90 Grad drehen, also längs zum Rohr. Und jetzt hat dieser quasi zwei Schenkel. Und wenn ich ihn um 90 Grad auslenke, fördert er eine Kugel nach vorne, entlässt sie dann aus dem Rohr, hält gleichzeitig mit dem zweiten Schenkel die anderen Kugel zurück und dreht wieder zurück. Wir werden es gleich live sehen. Ja, jetzt ist es aber so, ja, also mit live sehen meine ich nicht in der Präsentation, sondern tatsächlich in Wirklichkeit. Jetzt ist es ja so, dass auch die erste Kommunikation ins Spiel kommen muss. Und zwar muss ja der Worker sagen, also das Fahrzeug muss ja sagen, wann es jetzt angekommen ist und welches Produkt und wie viele Produkte es haben möchte. Realisiert habe ich das Ganze mit unserer NetBase Services Bibliothek. Die NetBase Services Bibliothek erleichtert Ihnen die Kommunikation über UDP und TCP, indem sie anwenderfreundliche, benutzerfreundliche Bausteine bereitstellt. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich Ihnen jetzt gerne mal im Codesys zeigen. Wir wechseln also hier mal zu der Worker-Applikation. Der Worker tritt in diesem Fall als Client auf. Das heißt, wenn Sie schauen wollen, wir haben hier den Client-Baustein. Den muss ich enablen, starten und die Adresse des Servers vorgeben. Das Ganze ist hier in einer strukturierten Text-State-Machine gefasst. Und wenn der Client erfolgreich war, wenn der sich verbinden konnte, dann versuchen wir über einen Write-Baustein einfach unsere Daten loszuschicken. Ja? Die könnte ich jetzt natürlich auch wieder kodieren in JSON oder was auch immer oder einfach die nackten Daten schicken. Ja, wenn das Senden erfolgreich war, dann warte ich, bis das Produkt gespendet wurde. Und dann antwortet mir der Server, also die Station, mit einem Telegramm, das ich wiederum über TCP Read empfangen kann. Und wenn ich das erhalten habe, dann weiß ich, jetzt ist alles abgeschlossen. Dann kann ich die Verbindung schließen. Das ist ganz einfach, indem ich einfach X-Enable auf False setze und bin fertig und kann meine Wege ziehen. Und auf der anderen Seite, bei der Station, ist es so, dass auch hier der Serverbaustein, der ist also immer aktiv. Ja, weil der wartet ja, der weiß ja nicht, wann jemand kommt, deswegen ist der immer aktiv. Und wenn sich dann ein Client verbunden hat, das merken wir hier, indem hier eine Verbindung kommt, über diesen Connection-Baustein. Wenn also eine Verbindung etabliert ist, dann wartet er auf das Telegramm, liest es quasi aus. In einem Zustand verarbeitet er das Telegramm, das findet in einer anderen Task statt, also gibt die Kugeln aus. Wenn das erfolgt ist, schickt er ein Bestätigungstelegramm. Ja, und dann kehrt er zurück in den Zustand, wo er auf eine Nachricht wartet und wenn sich der Client verabschiedet hat, dann wartet er auf den nächsten Client. Ja, Sie sehen, das sind jetzt zwar einige Zeilen Code, aber das liegt mehr an der Fehlerbehandlung außenrum. Die Bausteine sind wirklich super straightforward und einfach zu bedienen. So, und jetzt wollen wir das Ganze auch mal sehen. Ja, ich wechsle wieder zur Visualisierung. Jetzt gehen wir mal hier auf die Stationsvisualisierung, die Station 1, das ist also die Station, die am nächsten zu mir steht. Vielleicht können wir mit der Kamera bitte möglichst hier drauf zoomen, damit wir sehen, ob auch tatsächlich eine Kugel ausgegeben wird. Ich habe hier also wiederum eine Webvisualisierung. Natürlich, jedes Ding braucht eine Webvisualisierung. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, das war erfolgreich. Es ist eine schwarze Kugel rausgekommen. Und jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch sehen, ob wir das über die Kommunikation machen können, also ob wir das von unserem Worker aus machen können. Muss man nur die richtige Station auswählen, das ist die Station 1. Und wir sagen mal, der soll zwei Produkte spenden. Ja, ja, das hat funktioniert. Sie sehen, die kommen raus, die Dinger. So weit, so gut.
Dann wenden wir uns der nächsten Sache zu. Das nächste Ding in unserer Fabrik ist der Supervisor. Der Supervisor besteht aus einem Raspberry Pi, diesmal einem Raspberry Pi 3, weil wir eben mehr Rechenpower brauchen für die Bildverarbeitung. Und dann haben wir eine Weitwinkelkamera angebracht, direkt am Gehäuse, die eben das ganze Spielfeld erfassen kann. Softwaretechnisch sind zwei Hauptfunktionen auf dem Supervisor installiert. Zum einen ist es der Kameraserver, der uns die Position zurückliefert, und der Traffic-Server. Wir schauen uns beide im Detail an. Der Kameraserver, der wird vom Worker angesprochen. Der Worker fragt nach seiner Position oder sagt, er würde gerne seine Position kennen. Das muss er natürlich nicht laufen, wenn der hier, wie jetzt zurzeit, im Stillstand steht. Dann ist das natürlich nicht nötig. Dann braucht er seine Position, oder dann kennt er seine Position schon und braucht sie nicht abzudaten. Der Kameraserver nimmt also von den Workern die Anfragen entgegen und verwaltet diese. Und dann entscheidet er sich, welchen Worker er jetzt updaten will. Und an diesen schickt er über unsere kurzes Netzwerkvariablen ein Signal. Daraufhin schaltet der Worker seine LEDs an. Die LEDs nutze ich eben, um den Worker besser zu finden können auf dem dunklen Spielfeld. Und daraufhin schaltet er seine LEDs an. Ich mache die Bildverarbeitung, die Bildauswertung, suche den Worker auf dem Spielfeld. Und wenn das erfolgt ist, dann schicke ich ihm die aktuelle Position wieder über die kurzes Netzwerkvariablen. Die kurzes Netzwerkvariablen kennen viele von Ihnen schon, die gibt es schon seit über 20 Jahren, schon in der Version 2.3. Das ist ein sehr schönes Mittel, um Nachrichten an viele Teilnehmer im Netz zu schicken, und zwar immer also um die gleichen Daten zu schicken. Das ist eine Art globaler Netzwerk, globaler Variablenliste. In COCSIS, wenn wir vielleicht bitte kurz nochmal wechseln könnten zu COCSIS, stellt sich das so dar, dass der Supervisor hier einfach wie ein globales Variablenobjekt hier Netzwerkvariablenliste hat, wo verschiedene Daten drin sind. Und die haben hier zusätzliche Properties, zusätzliche Eigenschaften. Da können Sie festlegen, aus welcher Task heraus und wie häufig diese Daten geschickt werden sollen. Und auf der anderen Seite, also beim Empfänger, gibt es eine Kopie dieser Liste, die natürlich read-only ist. Als Transportprotokoll wird, wie gesagt, UDP verwendet. Das Ganze ist dann damit sehr effizient und eignet sich eben, wenn ein und dieselbe Daten für viele Teilnehmer interessant sind. Das ist eben in unserem Fall gerade so, weil nämlich die Information, welche LED anzuschalten ist, das ist natürlich wichtig, dass das synchron passiert. Ja? Damit sparen wir Zeit. Wenn ich zwei Worker gleichzeitig anhabe, dann weiß ich nicht, um welcher gerade der ist, der mich eigentlich interessiert. Und deswegen diese Netzwerkvariablen, damit lässt sich das sehr gut machen. So, dann schauen wir uns auch jetzt mal an, wie diese Bildverarbeitung funktioniert. Wir setzen dabei auf eine freie Bibliothek, OpenCV heißt die. Wir haben extra für den Raspberry Pi ein Produkt in unserem Store, mit dessen, wo wir die OpenCV-Bibliothek angebunden haben. Und ich habe die jetzt verwendet für unsere Applikation. Leider fehlt mir die Zeit, um Ihnen das im Detail zu sagen. Da könnte man sicher allein damit eine halbe Stunde füllen. Aber was ich Ihnen doch zeigen will, ist die Benutzeroberfläche, die daraus entstanden ist. Sie sehen also links hier, wo ich gerade bin, sind einige Kameraparameter. Ich habe jetzt mal die Empfindlichkeit nach oben genommen. Der Kamera, ich kann hier auch die Helligkeit verändern, den Kontrast, die Sättigung und so weiter. Ja, und dann sehe ich hier ein Bild. Das Erste, was Ihnen auffallen wird an dem Bild, ist, dass es ziemlich verzerrt ist. Sie sehen, hier ist es so durchgebogen. Das kommt durch die Weitwinkelkamera und ist natürlich für uns schlecht, weil wir brauchen ja die präzise Position in metrischen Koordinaten. Auch dafür gibt es eine Lösung von OpenCV. Es gibt eben eine Undistort-Funktion, mit der ich dieses Bild neu kalibrieren kann, also umformen kann, transformieren kann, sodass es dann tatsächlich rechteckig ist. Das mache ich in der Regel nicht für das gesamte Bild, weil das eine sehr aufwendige Operation ist. Ja, letztendlich funktioniert das nun so. Ich mache jetzt wieder auf dunkel, weil, wie gesagt, die ganze Bildauswertung funktioniert viel besser, wenn wir uns hier von der Helligkeit etwas nach unten gehen.
Sie sehen auch, da ist ein Koordinatensystem drin, weil letztendlich müssen wir ja die Pixelkoordinaten transformieren in die tatsächlichen metrischen Koordinaten. Jetzt schalte ich mal bei unserem Worker 1 die permanente Anforderung ein. Und jetzt sehen wir, dass wir hier, sehen Sie diesen grünen Punkt hier? Also dieser grüne Punkt bedeutet, dass die LED empfangen und verstanden worden ist. Jetzt würde ich gerade die Technik bitten, ob wir vielleicht ein bisschen mit der Helligkeit runtergehen können, also mit der Beleuchtung, der Szenerie. Ja, so war es gerade besser. Ja, vielen Dank. Sie sehen, jetzt können wir auch hier den grünen Punkt wahrnehmen, also die zweite LED. Warum eigentlich zwei LEDs? Einfach den Grund, weil wir brauchen ja auch die Orientierung. Mit nur einer LED täten wir uns schwer. Wir suchen nun also in unserem Bild nach zwei hellen Punkten. Einer groß, einer klein, damit wir auch wissen, vorwärts, rückwärts, was ist vorne, was ist hinten. Und die müssen einen gewissen Abstand zueinander haben. Und wenn sie das haben, dann wissen wir, das ist unser Worker. Sie sehen jetzt auch hier, dass eine entsprechende Position erkannt worden ist. Und wenn wir jetzt zurückschauen zu unserem Worker, dann sehen wir auch, dass der hier weiß, wo er sich befindet. Dann schalte ich jetzt den Permanent Request wieder aus. Wir wissen es ja nun. Und jetzt bewege ich nur unsere Worker kurz hier. Das kriegen die mit. Also über den Sensehead, da ist auch ein gewisser, ja, die Möglichkeit zu detektieren, ob es eine Bewegung gibt. Und dadurch finden die oder lassen sich die ihre Position frisch geben. Wenn es funktioniert, ja. Und das ist aus dem Grund wichtig, weil vorhin waren die Lichtverhältnisse ja nicht ideal für die Worker und vielleicht denken die jetzt, sie wären an der falschen Position. Gut, so viel zu der Kamera-Applikation. Ja, vielleicht doch noch ein Wort, ganz kurz. Also letztendlich hat man ja ein farbiges Bild und wir kommen von diesem farbigen Bild zu einem Schwarz-Weiß, ich mache es doch nochmal an, zu einem Schwarz-Weiß-Bild, indem wir einfach hier einen Farbbereich aussuchen. Ich habe mich hier für den RGB-Farbraum entschieden. Also sehr viele Rotkomponenten brauchen wir und sonst auch eine gewisse Helligkeitsanforderung an Grün und Blau. Und dann ergibt sich ein Schwarz-Weiß-Bild, halt, das war die falsche, ein Schwarz-Weiß-Bild, diese beiden weißen Flecke. Und da kann ich dann auf zusammenhängende Bereiche suchen und sehe dann hier zwei Inseln und dann weiß ich auch schon, wo ich bin. Gut. So viel zu unserer Kamera-Applikation. Dann würde ich gerne weitergehen zu unserem Traffic-Server. Ich habe Ihnen ja vorhin erklärt, wie die Fahrzeuge ihren Weg suchen. Was ich Ihnen noch nicht erklärt habe, ist, wie sich das dann verhält, wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig versuchen, ihren Weg zu fahren. Ja, da braucht es natürlich eine übergeordnete Instanz oder auch wiederum Regeln, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und diese Regeln, die verwaltet dieser Traffic Server. Und zwar jede Zelle hat eine, jede Zelle kann reserviert werden von den Fahrzeugen. Das heißt, es kann jedes Fahrzeug beim Traffic-Server anfragen und kann sagen, bitte reservier mir noch diese Zelle, da würde ich gerne entlangfahren. Und wenn die bestätigt wird, dann weiß das Fahrzeug, okay, das ist für mich reserviert. Und die anderen eben wissen, sie dürfen da nicht fahren und müssen warten. Hier kommt jetzt zum ersten Mal MQTT zum Einsatz. MQTT ist als Bibliothek in Codesys in Belde zu haben. Und wir schauen uns nur ganz schnell an, wie das funktioniert. Wir sind etwas spät in der Zeit. Der MQTT-Client, den rufe ich hier auf, der hat einige Parameter. Der macht die Kommunikation zum Broker. Und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel zwei Publisher-Bausteine aufrufen, Field Request und Field Free, wo ich jetzt hier den Topic-Namen angebe und eben die Daten. Da sage ich eben, welche Zelle ich haben will. Und auf der anderen Seite beim Supervisor, der empfängt wiederum dieses Signal. Und ist dann in der Lage, hier über den Subscriber-Baustein, das ist auch wieder sehr anwenderfreundlich,
wenn der hier ein Telegramm empfangen hat, dann prüft er, ob die Zelle frei ist und lässt das Fahrzeug ja, und reserviert das Ganze für das Fahrzeug. Gut, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir nun wirklich mal das Ganze ausprobieren und fahren lassen. Überprüfen wir gerade nochmal schnell die Visu-Oberfläche, das passt soweit. Also, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, es gibt natürlich auch der Dispatcher, also unsere Verwaltungseinheit, hat natürlich auch eine Oberfläche, eine Web-Oberfläche. Und da habe ich den Vorschlag von Herrn Vogt befolgt und habe hier links einen Navigations- und rechts einen Navigationsbereich gemacht. Das sind jetzt also nur die Verweise auf die tatsächlichen Dinge, die in unserer Station enthalten sind. In der Mitte haben wir ein Browser-Element. Und so schalte ich jetzt einfach, wenn ich hier navigiere, von einem Worker zum anderen. Und das ist immer dessen Web-Visualisierung, die ich da sehe. Sie sehen auch, es dauert eine gewisse Zeit, bis das aufgebaut ist. Aber so kann ich halt jeweils von einer zentralen Stelle alle Worker ansprechen. Perfekt. Ja, hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin's nochmal. Heute ist Freitag, der 18. Mai, also zwei Tage nach unserem wundervollen CodeSys Technology Day, der allen so gut gefallen hat. Allen außer mir. Mir deswegen nicht, weil mich ja mein Demonstrator im Stich gelassen hat. Ja, ich möchte das gerne nochmal an der Stelle einsetzen, wo wir zuletzt beendet wurden oder unterbrechen mussten. Wir haben den Demonstrator wieder nach Hause genommen, aufgebaut und nochmal ausprobiert und dann lief wieder alles, wie das so ist. Natürlich haben wir das Problem analysiert und geschaut, woran könnte es liegen. Die ganz starke Vermutung, wir hatten einfach durch das WLAN-Netzwerk Schwierigkeiten. Und zwar hatten die Kollegen schon in der Kultbox ausgemessen, da waren irgendwie 30 WLAN-Netze, Hotspots aktiv. Und der naheliegende Verdacht ist, dass die Kommunikation von den Workern, insbesondere von den Workern zu unserer Fritzbox, dass die halt kurzzeitig mal wegfiel und in der Applikation bei unserem MQTT-Client, ich zeige Ihnen das mal, da kann man eben einstellen, wie lange die Kommunikation aufrechterhalten wird. Das sind eben hier diese 10 Sekunden und alle 5 Sekunden wird gepinkt. Und der Verdacht ist einfach, dass da mal für diese Zeitspanne kein Telegramm durchging und dass das dann zu dem Ausfall geführt hat. Und ich habe auch in der Applikation auf diesen Fall keine Rücksicht genommen, weil das im Vorfeld nie aufgetreten ist und ich damit nicht gerechnet hatte. So viel vielleicht zur Analyse und zur Erklärung. Lassen Sie uns da einsteigen, wo wir zuletzt aufhören mussten. Sie erinnern sich sicher, wir haben diese 10 Worker, wir haben die 5 Stationen, wir haben den Supervisor, unsere Kamera in der Mitte, die diese Bildverarbeitung macht, und wir haben den Dispatcher, diese kleine Steuerung an der Seite, die die Aufträge verteilt. Und genau da waren wir zuletzt stehen geblieben. Das hier ist die Visualisierung des Dispatchers. Wir wollten unser erstes Fahrzeug auf die Reise schicken und ich bestelle jetzt nochmal, ich wollte eigentlich eine blaue und 2 grüne Kugeln und erteile jetzt das Go. Ja, und Sie sehen, unser Worker 1 macht sich auf die Reise. Der fährt also die erlaubte Bahn ab und bewegt sich auf die mittlere Station zu. Das ist die blaue. Sie sehen, zwischenzeitlich fragt er immer wieder seine Position ab, stellt sich so hin, wie er stehen soll. Ja, die grüne Kugel, die blauen Kugeln sind nicht durchgerutscht. Das ist aber ein rein mechanisches Problem. Hoppala. So. Ich denke, das sollte damit behoben sein. Da war einfach, die Kugeln waren nicht nachgerutscht. Ich habe jetzt nicht so viele Kugeln drin. Gut, also das hat leidlich funktioniert. Zumindest die 2 grünen Kugeln sind angekommen. Die fülle ich gleich wieder ein. Und dann lassen wir das Ganze mal richtig laufen mit 10 zufälligen Befehlen. Den quittiere ich. Jetzt lassen wir mal alle Fahrzeuge fahren. Sie sehen, die fahren los. Manche müssen warten, weil ihre Verkehrswege gerade noch gesperrt sind. Ist vielleicht der gute Zeitpunkt, um mal auf den Traffic Supervisor zu schauen. Sie erinnern sich ja, wir hatten das Spielfeld in Felder eingeteilt. Und jetzt sehen Sie, welcher Worker
gerade welches Feld reserviert hat. Ja, und die anderen müssen dann warten, die eben gerade auf deren Bahn gerade noch blockiert ist. Wenn Sie auf das Spielfeld schauen, dann sehen Sie auch, dass immer wieder einer zu einer Station durchkommt. Zwischenzeitlich wird immer wieder die Position neu abgefragt. Das ist natürlich der Engpass, das habe ich ja schon erwähnt, dass die Abfrage der Position in etwa eine Sekunde in Anspruch nimmt. Und wenn alle Fahrzeuge gleichzeitig die Position anfragen, dann dauert das ein bisschen. Hier haben wir einen kleinen Stau auf der Ringstraße. Ja. Und es ist derzeit so, dass für jedes vierte Element nach jeder vierten Straße, nach jedem vierten Feld, muss wieder ein Positionsabgleich erfolgen. Dann ist einfach die Odometrie entsprechend ungenau und dann brauchen wir einen neuen Kamerawert. Ja? Sie sehen auch, wenn Sie an die Stationen hinschauen, die Autos, die kommen in einer bestimmten Position an, die ich vorgegeben habe. Die Position ist häufig einfach quer zu uns, aber jetzt in diesem Fall an der Station 2 ist sie etwas schräg dazu. Das liegt daran, damit die Kamera freie Sicht hat und die beiden LEDs nicht verdeckt werden von dem Spendeautomat. Ja, jetzt löst sich der Stau auf der Ringstraße langsam auf. Die Fahrzeuge finden wieder ihren Weg. Koordiniert versuchen sie, ans Ziel zu kommen. Gut, während die ihre Aufträge abarbeiten, möchte ich Ihnen gerne noch was anderes zeigen. Und zwar hat Ihnen ja vor 2 Tagen der Herr Kettele den Codesys Automation Server vorgestellt. Und natürlich habe auch ich den benutzt. Wie Sie mir sicher glauben werden, ist es eine Riesenarbeit, 17 Steuerungen ständig aktiv aktuell zu halten und Updates einzuspielen. Und da ist der Codesys Automation Server natürlich das absolut ideale Mittel. Und so haben wir den auch hier die ganzen Steuerungen integriert. Ich kann mal hier auf die Topologieansicht gehen. Da sehen Sie von oben unseren Käfig, unser Spielfeld, unsere IIoT-Fabrik. Und da sehen Sie die ganzen Steuerungselemente in der Topologieansicht. Und da kann ich jetzt auf einzelne gehen und sehe dann Details, zum Beispiel vom Worker 5, welche Version da drauf ist und so weiter. Kann die Applikation runterladen. Sie haben das ja vorgestern gesehen. Und ich möchte jetzt da gar nicht weiter darauf eingehen. Ich will nur sagen, dass es wirklich eine Erleichterung ist für die Verwaltung der Applikationen zum einen und überhaupt für das ganze Handling. 1, 2 Bemerkungen wollte ich noch machen. Also was Sie bislang hier sehen, ist leider noch nicht secure. Also wir haben hier keine Verschlüsselung und keine Zertifikate derzeit am Start. Wir arbeiten daran, sowohl für die Netzwerkvariablen als auch für die Net-Based Services. Für MQTT ist das bereits möglich. Da schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Ja, und noch eine Bemerkung. Hier in der Implementierung verwende ich leider kein OPC UA. Da fehlt uns noch der Client. Da müssen wir noch nachlegen, implementierungsseitig. Der würde natürlich hier auch wunderbar reinpassen. Gut, dann warten wir, bis die letzten Worker angekommen sind. Sie sehen, das Ganze ist in den letzten Zügen. Viele sind schon angekommen und haben wieder ihre Startposition eingenommen. Schauen mal auf den Traffic Manager. Da sehen wir auch, ja, die Nummer 5 ist kurz vor dem Ziel. Die Nummer 1 ist auch auf dem Heimweg, reserviert gerade ihre Bahn zum Ende. Ja, und die Nummer 4 sammelt ihre wahrscheinlich letzte Kugel ein. Wir können jetzt auch mal auf den Dispatcher nochmal schauen. Da werden wir sehen, dass die ganzen Aufträge hier angekommen sind und erledigt sind. Die kann ich jetzt mal wegquittieren. Warten wir noch, bis Nummer 6 Nummer 5 ankommt. Nummer 4, Entschuldigung. Ja, letzte Nachbesserung. Und zu Ende. Ja, wunderbar. So weit, so gut. In der richtigen Umgebung klappt es dann auch. Ja, und jetzt die Frage, jetzt habe ich natürlich einen Haufen Arbeit reingesteckt. Wir werden das jetzt wieder abbauen. Aber irgendwie tut es mir wahnsinnig leid, das Ganze jetzt einzumotten und stehen zu lassen. Und dann habe ich überlegt, was könnte man machen? Könnte man das nicht irgendwie wiederverwenden? Könnte man dann nicht irgendwie noch was verwerten davon? Aber niemand ist mir eingefallen, der so einen Holzkugelspender brauchen könnte. Und ja, ich habe lange überlegt. Und am Ende ist mir dann eine Idee gekommen. Die sage ich jetzt aber nur Ihnen und Sie dürfen es nicht weiter sagen. Vor allem bitte sagen Sie es nicht dem Herrn Hess und nicht dem Herrn Werner.
Ich glaube nämlich, das ist nicht ganz legal. Naja, in jedem Fall habe ich mir gedacht, es liegt an den Holzkugeln. Wir ersetzen die Holzkugeln durch halluzinogene Pillen. Ja? Also statt den gelben Kugeln machen wir Magic Mushroom, statt den grünen machen wir Stechapfel. Ja? Und dann wird das der Renner auf jeder Investmentbanker-Party und Standardausstattung in jeder Hippie-WG. Und ja, ich zeige Ihnen mal, wie das geht. Das muss man natürlich technisch auch noch ein bisschen aufmotzen, damit das besser ankommt. Und dafür habe ich ja, die habe ich ja versucht, Ihnen schon zu zeigen, die Alexa. Ja, die hört auch schon. Sagt sie was? Ja. Alexa? Welchen? Ah, ja. Alexa, starte... Meinst du Ja-Sager? Nein. In Ordnung. Alexa, wir verstehen uns noch nicht so gut. Starte... Das weiß ich leider nicht. Naja. Alexa, starte den Pillenautomat und sammle rote Pillen. Ah, diese Pille hat der Pillenautomat nicht. Oh. Verfügbare Farben sind rot, ja, hör halt zu. Schwarz, gelb, grün und keine. Alexa, starte den Pillenautomat und sammle rote Pillen. Ja, gerne. Dein Schlafmohnextrakt kommt sofort. Sie sehen, das hat funktioniert. Ich kriege jetzt meinen Schlafmohnextrakt. Ja, der Worker Nummer 1 ist unterwegs hier. Der Auftrag ist jetzt angekommen. Das Ganze geht tatsächlich über die Cloud und wieder über MQTT. Jetzt sehen Sie auch, dass tatsächlich auch die letzte Meile funktioniert, dass es in der Steuerung ankommt, im Dispatcher. Und der gibt es dann weiter an den Worker. Und der holt mir meine rote Pille. Wunderbar. Alexa, starte den Pillenautomat und sammle blaue Pillen. Sind unterwegs, du alter Lustmold. Okay, gut. Also, das hat funktioniert. Sie sehen, der zweite Worker ist unterwegs. Damit bin ich eigentlich am Ende. Ich danke, dass Sie nochmal reingeschaut haben, dass Sie sich das Ganze nochmal angeschaut haben und wünsche Ihnen eine gute Zeit.